Liebe Vertriebler, liebe Freunde von Rekrutier, herzlich willkommen zum Erfolgskongress von Rekrutier 2021. Mein Name ist Franz Lackner und ich darf heute mit euch über das Thema Social Media sprechen. Aber jetzt nicht speziell, was man posten soll, sondern einfach dieses Thema Social Media, passiv Kunden und neue Geschäftspartner gewinnen. Ich habe viele Jahre hier experimentiert und probiert und ja, möchte euch einfach ein bisschen Zeit einfach ersparen und damit man nicht einfach alle Fehler machen muss, die ich gemacht habe die letzten Jahre, möchte euch einfach hier ein paar Tipps einfach mit auf den Weg geben, wie generiert man passiv einfach neue Kunden bzw. Geschäftspartner für euer Business. Ich bin mittlerweile jetzt seit über 12 Jahren im Vertrieb in der Finanzdienstleistungsbranche tätig und das hauptberuflich. Kann aus dem Grund natürlich vieles aus Erfahrungen erzählen, sehr vieles auch einfach aus meinem Leben erzählen und ich könnte euch wahrscheinlich stundenlang über Fehler erzählen, die ich auf Social Media gemacht habe. Doch wir sind ja nicht beim Erfolgskongress, damit wir jetzt über Fehler oder Probleme sprechen, sondern wir sind da, um Lösungen zu sprechen. Und genau über diese Lösungen möchte ich mit euch heute einfach plaudern, dass ihr, wie gesagt, diese Zeit ein kleines bisschen überspringen könnt, die, was ich probiert habe. Das perfekte Business muss duplizierbar sein. Doch was ist duplizierbar? Theoretischerweise ist alles duplizierbar. Doch wenn es dir hoffentlich beruflich schon sehr gut geht und du dementsprechend auch ein gewisses Einkommen hast, dann darfst du nicht deine Situation auf neue Mitarbeiter und Geschäftspartner von dir projizieren. Das heißt, wenn du das Geld hast dafür, um Werbeanzeigen zu schalten, um ja einfach ein bisschen Ads zu schalten, dann darfst du das doch nicht auf andere weiterschalten. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, es muss duplizierbar sein für jeden. Und genau das habe ich mich die letzten Jahre beschäftigt. Wie schaffe ich es, eben Mitarbeiter und Kunden zu gewinnen, ohne dass ich Geld in Social Media investiere? Und wenn ich Geld investiere, dann einfach nur in sehr, sehr, sehr kleine Dimensionen, damit das, was ich mache, für mein Team genauso umsetzbar ist, die vielleicht am Anfang jetzt noch nicht natürlich das große Geld verdienen. Ja, wie ich auch vorher schon kurz gesagt habe, ich habe natürlich schon sehr vieles ausprobiert, verschiedenste Arten, ein bisschen etwas werde ich euch erzählen, aber vorerst einmal zur Grundidee. Meine Grundidee, die war, einfach die Branche sexy zu gestalten. Einfach die Finanzbranche einfach zu zeigen, wie sie tatsächlich jetzt ist. Weil, ganz ehrlich, und das wirst du genauso wissen wie ich, wie ist denn das Image der Finanzbranche? Das ist sehr staubig, auch sehr angekratzt. Du musst von Tür zu Tür gehen und, so wie man so schön sagt, Türklinken putzen. Und es ist einfach nicht aufregend. Es ist einfach langweilig, dieses ganze Thema. Und ich wollte der modernen Gesellschaft einfach zeigen, hey, wäre diese Branche langweilig und nicht voller Abwechslung, dann würde ich das auch gar nicht tun. Weil ich brauche den Spaß, ich brauche die Abwechslung, ich brauche diese Action. Und aus genau dem Grund habe ich eben damit begonnen, ein bisschen zu experimentieren. Mein erster Fehler, mein erster Versuch Social Media war, ich habe mir gedacht, wenn ich mehr Produkte vermitteln möchte, dann muss ich doch nur über Produkte posten. Ja, was passiert? Wenn ich jetzt gepostet habe, hey, dieses Produkt jetzt abschließen, weil es ist gerade das Beste, hat das natürlich weitaus weniger Likes bekommen als ein privates Bild. So, was heißt das? Der Algorithmus von Facebook, Instagram und Co. sagt dann, das da, was der Franz Lackner hier postet, das interessiert ja gar niemanden. Das schieben wir in der Chronik, im Feed, ganz nach unten. Das bedeutet, es hat sich nichts gebracht, weil es hat einfach dann niemand mehr gesehen, weil der Algorithmus sagt, dieses Thema interessiert die Leute nicht.
nur Privates zu posten, bringt sich auch nichts. Weil, wenn ich jetzt heute nur poste, wie glücklich ich mit meiner Familie, vielleicht mit meiner Partnerin einfach bin, dann ist es ja keine Werbung. Das bedeutet, es geht doch um eine gesunde Mischung. Es geht darum, den Leuten, den Followern, der Gesellschaft einfach ein bisschen etwas über deinen Beruf zu zeigen, beziehungsweise meinen Beruf, und aber auch etwas vom Privaten zu zeigen, weil das Private sehen die Leute einfach sehr gerne. Das bedeutet, dieser Algorithmus sagt, hey, das, was dieser Franz Lackner postet, das ist sehr wichtig, das bitte öfters. Und dadurch, Facebook erkennt das ja dann nicht eindeutig, dadurch, auch wenn eine Werbung einmal kommt, dann wird man das dann sehen, dass das auch noch wichtig ist und wird weiter oben geschubst. Die nächste Herausforderung ist, es geht nicht nur um den Algorithmus, sondern, also erstens einmal ganz wichtig, bitte unbedingt notieren am besten, du wirst es nie schaffen, 100% der Gesellschaft es recht zu machen. Niemals. Und das war so ein bisschen so mein Problem, was ich auch eine lange Zeit hatte, weil ich habe es versucht. Ich habe es versucht, immer allen recht zu machen. So, was ist passiert? Ich habe eine Zeit lang nur Berufliches gepostet. Dann habe ich auf einmal so, ihr kennt das eh so, wenn Leute hinter einem Rücken reden, solche Dinge gehört mit, boah, schaut sich den Franz an, der arbeitet ja nur noch, der hat doch gar keine Zeit für seine Familie und gar keine Zeit für Freunde. Und also, das sein Leben beneide ich nicht. Das habe ich gehört und habe gedacht, ui, das ist jetzt natürlich nicht so gut, weil ich will doch neue Geschäftspartner für mein Team gewinnen. Wenn die jetzt schon sagen, irgendwie, das ist ja nicht gut, was ich mache, weil ich ja quasi keine Freizeit mehr habe, und die wollen das nicht, das ist natürlich nicht richtig. Was habe ich gemacht? Ich habe das Thema umgedreht. Ich habe mir gedacht, dann zeige ich den Leuten mein Leben. Dann zeige ich den Leuten einfach einen gewissen Lifestyle. Dann zeige ich den Leuten einfach, wie viele schöne Sachen ich privat erlebe. Ich habe nur noch gepostet, ich bin auf Urlaub. Ich bin mit Kindern unterwegs. Ich bin shoppen. Ich bin mit meiner Partnerin gut essen. Und so weiter und so fort. Was ist dann gekommen? Ich glaube, man kann es sich schon fast denken. Es ist gekommen, naja, also ich weiß nicht, ob die Kunden bei Franz auch wirklich gut betreut werden, weil der ist ja nur unterwegs, der ist ja nur privat unterwegs. Ich weiß nicht, ob der überhaupt Zeit für seine Kunden hat. Das heißt, beides war nicht der optimale Weg. Und ich persönlich habe mich dadurch für eine Mischung entschieden. Ich wollte einfach den Leuten sagen, hey, ich habe ein wirklich angenehmes Leben, ich liebe mein Leben von Anfang bis zum Ende. Aber ich liebe auch meinen Beruf und mache den einfach sehr gerne. Etwas ganz Wichtiges, was ich sehr, sehr, sehr lange lernen musste. Ich habe mich jetzt bestimmt ein Jahr oder mehr nur damit beschäftigt, mehr Follower, mehr Fans, mehr Freunde zu bekommen. Und wenn wir ganz ehrlich sind, und das habe ich erst jetzt verstanden, das bringt sich gar nichts. Ich habe sehr viele Bekannte, die wollten dann einfach ein tolles Profil haben, haben sich einfach auf Instagram Follower gekauft. So, wenn du erstens mal da bei denen durchschaust, dann siehst du zum Beispiel nur Inder oder so etwas, also Leute, die gar nicht an deinem Business interessiert sind, sondern das sind Fake-Profile, die einfach deinem Profil folgen. Das zweite Problem dabei ist, Instagram und Facebook erkennt das. Und die sagen, da schummelt jemand. Da spielen wir nicht mit und verringert automatisch deine Reichweite. Das bedeutet, das geht voll nach hinten los. Ja, und jetzt stell dir mal vor, dein Instagram-Profil hat 15.000 Follower und ein Bild hat 15 Likes. Naja, dann ist das ja auch nicht gut. Das bedeutet, was ich erst jetzt über die Zeit einfach verstanden habe, ich habe auch selber einige Social Media Kurse dann noch besucht, was ich dann einfach verstanden habe war, es geht nicht um die Menge der Follower, sondern es geht um die Qualität. Natürlich, mit der Zeit ist es wichtig, dass diese Follower natürlich wachsen, und aber dass diese Qualität bleibt. Weil wenn das Follower sind, die an dir, an deinem Leben, an deinem Business interessiert sind, Jackpot. Und dann soll es natürlich mehr werden. Ganz wichtig für Social Media ist es, sei aktiv.
in verschiedensten Kursen und Workshops, die ich besucht habe, und ich habe mich, wie gesagt, sehr, sehr viel mit diesem Thema beschäftigt, bin ich dann auch drauf gekommen, beziehungsweise haben die auch immer wieder gesagt, ganz wichtig ist es auch, dass man den Leuten einfach Content gibt. Gib den Leuten etwas von deinem Leben preis, gib den Leuten etwas von deinem Beruf preis. Das bedeutet 2 bis 3 Postings pro Woche. Beziehungsweise dazu 2 bis 3 Stories pro Tag. Und das ist etwas, was einfach sehr wichtig ist, dass die Leute einfach sehen, dass du aktiv bist. Dass die Leute einfach sehen, hey, der lässt mich wirklich an seinem Leben teilhaben. Der Unterschied, vielleicht auch noch als kleiner Tipp, zwischen Stories und dem Feed, also den Postings, ist ein ganz ein wichtiger. Postings sollten ziemlich professionell sein. Die Stories nicht. Die Stories, die können verwackelt sein, die können lustig sein, die muss man nicht allzu ernst nehmen. Die müssen nicht perfekt sein. Aber sie verschwinden ja auch. Der Feed, das ist quasi deine persönliche Visitenkarte, das ist deine Webseite. Der sollte perfekt sein. Für dich perfekt. Das bedeutet, ein kleines Geheimnis jetzt von mir, ich bin nicht der Beste, was Rechtschreibung und Grammatik betrifft. Ich schreibe aber sehr oft bei meinen Postings ziemlich lange Texte. Was mache ich? Meine Postings sind alle geplant und der Text wird vorher an einen Mitarbeiter von mir geschickt, der einfach dieses Kapitel einfach perfekt beherrscht, der das dann kontrolliert und mir verbessert zurückschickt. Weil ganz ehrlich, wie peinlich ist das, wenn ein erfolgreicher Unternehmer die deutsche Sprache nicht wirklich beherrscht? Bei mir ist es einfach so, ich nehme einfach zu wenig Zeit, ich lese dann zu wenig einfach diesen Text und denke mir einfach, ja, passt schon. Und ja, es fällt aber mehr Leuten auf, als ich anfangs dachte. Aus dem Grund, ich habe für dieses Problem einfach eine Lösung gefunden. Jetzt stellt sich dann die Frage, vielleicht genauso auch für dich, genauso wie für mich, ja, aber was soll ich denn überhaupt posten? Weil 2 bis 3 Postings, das funktioniert jetzt mal eine Woche, vielleicht eine zweite Woche und dann wird das Thema langweilig. Und ganz wichtig an dieser Seite ist nämlich auch dieser Punkt. Poste nicht nur das, was dich interessiert, sondern poste das, was die Gesellschaft interessiert. Poste doch auch ein bisschen, was andere sehen wollen. Poste doch was, wo andere sich denken, hey, das war cool, da gebe ich gerne ein Like. Wenn das nur Dinge sind, die dich interessieren, heißt das nicht, dass es auch die anderen natürlich interessiert. So, und was solltest du jetzt posten, damit es nicht einseitig wird? Und ich habe mir überlegt einfach, was interessiert die Leute, aber was interessiert auch mich? Und ich bin dann einfach mit der Zeit draufgekommen, die Welt ist so voll von Negativen. Du kannst doch keine Zeitung lesen, keine Nachrichten schauen, ohne dass nicht irgendwo über Skandale berichtet wird. Und meine Entscheidung war es, ich möchte nur positive Stimmung verbreiten. Also entweder Spaß, tu Gutes, wo haben wir einem Kunden geholfen, gute Laune, Liebe, Familie. Ich möchte einfach Gutes tun. Der positive Nebeneffekt dahinter ist, seitdem ich mich so intensiv dank Social Media mit diesen Bereichen positive Ausstrahlung, positives Mindset beschäftige, seitdem geht es automatisch mir viel besser. Weil ich sehe auf einmal nicht die ganzen Probleme, sondern ich sehe die Chancen, ich sehe die ganzen Möglichkeiten. Und das hat sich für mich so enorm positiv einfach verändert, weil einfach das, was du in dein Gehirn hineinfütterst, das ist in deinem Gehirn drinnen. Fütterst du vielleicht nur anfangs wegen Social Media dein Gehirn mit positiven, mit schönen Sprüchen, mit Spaß, mit Freude, mit Familie, entwickelt sich dein Leben hoffentlich für dich genauso in diese Richtung, dass du einfach sagst, mein Leben ist das. Für mich persönlich ist Social Media genau das, wie ich lebe. Meine Storys sind genau so, wie ich lebe. Aber vielleicht auch hier ein kleiner Tipp, lass zu viel Privates weg. Ich zum Beispiel bin absolut kein Fan davon, dass man seine Kinder vermarktet. Das heißt, hast du jetzt zum Beispiel Kinder und du verwendest sie immer wieder für deine Werbeauftritte,
Ich persönlich finde es nicht gut. Ich zeige auch meine Familie liebend gerne, weil sie sind einfach der Mittelpunkt meines Lebens natürlich. Aber es ist nie das Gesicht der Kinder drauf. Weil mir das einfach wichtig ist, dass man einfach, ja, dass ich nicht meine Kinder zur Vermarktung verwende und ich weiß nicht, was machen andere Leute vielleicht mit diesem Bild- oder Videomaterial. Und das ist einfach nur so ein gut gemeinter Tipp vielleicht für dich. Das sehen nicht sehr viele Leute auch sehr kritisch. Die denken sich, aha, jetzt muss er jedes Mal sein Kind vor die Kameralinse holen, nur damit er hier vielleicht mehr Likes bekommt für sein Business. Das kann ziemlich schnell nach hinten losgehen. Ein Tipp auch zu dieser positiven Stimmung. Warum habe ich mich für diese Nische entschieden? Ich habe mir überlegt, mit welchen Leuten bin ich gerne unterwegs? Oder stell dir vielleicht kurz einmal die Frage, mit welchen Leuten bist du gerne unterwegs? Bist du lieber mit den Leuten unterwegs, die nur Blödsinn im Kopf haben und einfach Spaß am Leben haben und einfach eine Freude bereiten und einfach eine geniale Ausstrahlung haben? Oder bist du lieber mit Leuten unterwegs, die du dich schon fast nicht mehr fragen traust, wie es ihnen geht, weil du einfach weißt, wenn ich jetzt nur frage, hey, wie geht's dir, fängt eine 20-minütige Leidensgeschichte an, wo es nicht überall wehtut, welche Probleme es nicht gibt und welche Leute nicht alle so böse sind und so fies sind. Und ich habe mir einfach dadurch überlegt, ich halte von solchen Leuten sehr viel Abstand. Ich möchte nicht nur mit Problemen und mit Vorwürfen belastet sein, sondern ich möchte mit Spaß, mit Freude umgeben sein. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, wenn ich auch so bin, dann haben ja auch die Leute dementsprechend gerne mit mir zu tun. Das hilft meinem Beruf, das hilft meinem Business, das hilft natürlich mir, aber auch ganz stark meiner Familie. Weil so wie du drauf bist, so was du denkst, das sprichst du auch aus und das strahlst du auch aus. Was möchtest du ausstrahlen, wenn du deine Familie siehst? Möchtest du nach Hause kommen und nur schimpfen, was nicht alles schlecht ist? Warum passiert das? Weil das Schlechte bereits in deinem Kopf ist. Fütterst du Gutes in deinen Kopf, dann erzählst du deiner Familie Gutes. Ich komme jeden Tag zu meiner Familie nach Hause und sage, boah, ich muss dir erzählen, heute war das, heute habe ich das erlebt, heute war diese Situation. Und das voller Begeisterung. Was ist? Natürlich ist das Klima in der Familie natürlich dementsprechend perfekt. Denk mal an die ganzen wirklich erfolgreichen Leute. Siehst du bei denen dieses Griesgrämige? Nein. Man sieht Spaß, man sieht Freude, man sieht, ja, Freude am Leben. Und genau das sollte man nach außen einfach zeigen, weil das zeigt auch deinen persönlichen Erfolg. Wenn du über Probleme postest, beziehungsweise, Achtung, bitte, es hat nicht nur mit Posting zu tun. Ich zum Beispiel, ich würde mich niemals öffentlich auf Social Media und Webseiten, politischen Richtungen oder sehr heiklen Themen wie zum Beispiel jetzt gerade noch aktuell Covid-19 anschließen. Weil warum soll ich mir wegen meiner politischen Meinung Kunden oder neue Geschäftspartner vergraulen, nur weil die vielleicht anderer Meinung sind als ich? Das ergibt doch absolut keinen Sinn, oder? Darum, meine Mama hat schon immer gesagt, die politische Meinung ist etwas, was für dich ist und dann still und heimlich für den Wahlzettel. Behalte es auch so. Warum muss man alles hinausposten? Du vergraulst dir vielleicht super freundliche, sympathische Kunden und Geschäftspartner. Warum ist es das wert? Ich schließe mich solchen Dingen nicht an. Ich like deren Seiten nicht. Ich kommentiere auch nicht unter deren Postings oder von anderen Leuten, dass ich das dann like oder wie es sehen mit einem negativen Smiley, was ich like oder einem wütenden. Das mache ich nicht. Weil das sehen andere. Aber muss natürlich jeder für sich entscheiden. Doch wenn du der Meinung bist, ja, ich möchte über Social Media hier einfach gute Kontakte generieren, dann ist es natürlich gut, wenn du so neutral wie nur möglich bist und dich jetzt vielleicht nicht
in einer Nische einfach anschließt oder so etwas, wo man dann eben vielleicht auf etwas Gegenwind kommen könnte. Du darfst natürlich auch Privates posten, aber du entscheidest für dich, wie privat das sein soll. Ich frage zum Beispiel sehr oft Freunde, also allgemein Kinder lasse ich automatisch aus, aber Freunde frage ich einfach sehr oft, du, möchtest du hier vielleicht einen Auftritt bei mir online haben? Es ist dann zum Beispiel so, sehr viele gerade jetzt sagen, ja unbedingt gerne, markiere mich bitte. Manche sagen einfach, du, ich bin nicht so gerne online, alles gut. Aber respektiere bitte unbedingt die Meinung der anderen. Ich habe dann einfach sehr lange überlegt, welchen Weg schlage ich einfach ein, um die Finanzbranche sexy zu gestalten. Weil ganz ehrlich, sie klingt jetzt nicht sehr sexy. Und ich habe mich einfach, wie vorher schon darüber gesprochen habe, jetzt auf das Positive konzentriert. Und das Positivste, was mir in meinem Job einfach einfällt, ist auf der einen Seite der Erfolg meiner Mitarbeiter. Der Erfolg bzw. gewisse Ehrungen, die vielleicht ich erhalte, und der Erfolg meiner Kunden. Wenn wir eine Umschuldung einer Finanzierung geschafft haben oder eine geniale Versicherung vielleicht verändert haben für den Kunden. Genau das poste ich. Das heißt, ich poste ab und zu etwas Berufliches und dann wieder ab und zu etwas Privates. Aber ich möchte den Leuten einfach zeigen, hey, dieser Job macht Spaß. Dieser Job, der hat Hand und Fuß. Das ist jetzt nicht irgendwie so, hey, wir sind eine Postkastelfirma, sondern hier gibt es etwas. Sie haben tausende zufriedene Kunden. Da ist ein sehr gutes Unternehmen im Hintergrund, was sich um einfach, also in dem Fall mein Unternehmen, was sich um die Kunden kümmert und welche tolle Karriereperspektiven einfach bietet. Und dadurch zeigen wir diese Freude. Wenn du schon etwas zeigst, gerade in der Finanzbranche, zeig doch nicht vielleicht hier erst recht langweiligen Papierkram. Wen interessiert das? Das interessiert doch ganz ehrlich niemanden. Aber die Leute sind interessiert an Spaß, an Erfolgsgeschichten, an fairer Mitarbeiterbehandlung, an die wollen sehen, hey, bei uns, wir haben Spaß bei uns im Büro. Das wollen die Leute sehen und nicht das langweilige Thema. Jeder Job ist vielleicht einmal für ein paar Minuten langweilig, aber ich glaube, dass die Finanzbranche sehr viele Überraschungen bereithält, sehr viel Positives bereithält, was wir beim Kunden einfach bewirken können. Und das müssen wir einfach zeigen, dass wir auch dieses verstaubte Image einfach ein bisschen wegbekommen. An alle Zuseher, die jetzt vielleicht aus anderen Branchen natürlich da sind, also ich bin der Meinung, dass es in anderen Branchen sogar viel leichter ist, diese Branche sexy zu verpacken, weil wenn ich jetzt an Nahrungsergänzungsprodukte oder so etwas denke, wenn man dann ein Vorher-Nachher-Bild und so etwas hat, das ist viel, viel, viel einfacher. Aber wir können wir könnten ein Bild von unseren Kunden posten mit Vorher und Nachher. Geht natürlich auch, aber man sieht natürlich nicht so effektiv wie zum Beispiel beim Abnehmen oder auch bei anderen Vertrieben diese wirklichen schönen Vor- und Nachteile. Ich glaube, für mich persönlich der wichtigste Satz, den ich auch selber schon firmenintern in sehr vielen Seminaren und Schulungen auch gesagt habe, zeige dein Leben und zeige, dass es beneidenswert ist. Achtung, und das ist ganz wichtig, bitte, das heißt nicht angeben. Das heißt nicht jeden Tag neues Auto, neue Jacke, neue Schuhe und so weiter und so fort. Das ist angeben. Sondern beneidenswert in allen Facetten. So auf der einen Seite die Familie, auf der anderen Seite deine Hobbys, deinen Sport, auf der anderen Seite natürlich dein Business, deine Weiterbildungen, deine Freiheit. Aber je mehr dein Leben beneidenswert ist, erstens, desto mehr Kunden kommen und desto mehr Geschäftspartner kommen, weil die Kunden wollen natürlich von einem erfolgreichen Menschen beraten werden. Die Geschäftspartner wollen natürlich wo arbeiten, wo sie sehen, hey, der hat es geschafft, erfolgreich zu werden, das schaffe ich jetzt auch. Und der positive Nebeneffekt ist, je mehr Kunden und Geschäftspartner kommen, desto erfolgreicher wirst du wirklich. Aber, und das ist etwas, was mir ganz persönlich wichtig ist, bleib bitte immer zu 100% bei der Wahrheit. Immer.
fake nichts. Ich kenne so viele Profile, die stellen sich vor andere Autos oder die kaufen sich Autos, die sie sich eigentlich nicht leisten können oder kaufen sich gefakte Armbanduhren, gefaktes Gewand. Bitte sei ehrlich. Bei mir wirst du, egal wo, auf welchem Kanal, nicht sehen, was zum Beispiel nicht mir gehört. Und auch nur alles, was mir gehört, muss ich auch nicht auf dem Silbertablett präsentieren. Das heißt, du musst jetzt nicht, wenn du zum Beispiel Golddukaten sammelst, musst du jetzt nicht in einem Video alle Golddukaten natürlich präsentieren. Behalte auch gewisse Dinge für dich. Zeig den Leuten einfach ein schönes Leben, was einfach nur beneidenswert ist. Ja, und der große positive Vorteil hinter ist einfach, dass deine Kunden sehen, hey, du bist erfolgreich. Dort möchte ich Kunde werden. Und die Geschäftspartner, wo würdest denn du gerne Karriere machen? Ich dort, wo ich sehe, dort ist der Erfolg zu Hause, die können auch etwas. Dort würde ich am liebsten noch hin. Ich muss aber gestehen, ich habe Social Media aus einem ganz anderen Grund gestartet. Aus einem ganz anderen Grund. Du wirst es vielleicht kennen, wenn du sehr viele direkte Linien hast in deinem Vertrieb, in deinem Team, dann wird es irgendwann sehr schwierig, dass du schaust, dass du mit jedem gleich viel Kontakt hast oder den auch immer wieder hörst, auch privat. Es ist sehr herausfordernd. Ich wollte es einfach nur auf Social Media starten, einfach nur um meinem Team, meinen Mitarbeitern einfach zu zeigen, hey, schaut's mal, der Franz ist jetzt wieder hier, der Franz ist wieder dort, der Franz macht gerade das, damit sie einfach immer wieder ein Up-to-Date bekommen und einfach sehen, hey, dem geht's gut. Gleichzeitig wollte ich aber auch durch einen gewissen Erfolg, durch gewisse Kundenfakten, die wir präsentieren, durch gewisse Ehrungen, die ich vielleicht erhalte, meinen Kunden zeigen, hey, sorry, du hast den Franz vielleicht jetzt schon einige Zeit lang nicht gehört, aber dem geht's gut. Der arbeitet wie ein Verrückter und ist gerne für jeden Kunden einfach da. Der ist gut unterwegs, du bist gut aufgehoben bei ihm. Das war vorab mein Grund. Wenn du das machst, egal was der Grund ist, allein durch deine Social Media Aktivität wirst du genau dieses Ziel erreichen. Das heißt, du hast gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe. Neue Kunden, neue Geschäftspartner und dein bestehendes Team und deine bestehenden Kunden werden gestärkt, bei dir zu bleiben. Und ist das nicht das, was wir alle wollen, dass auf der einen Seite viel reinkommt, aber auf der anderen Seite hinten nicht mehr viel weggeht, dass natürlich deine Firma einfach wächst. Am Schluss jetzt noch etwas ganz Wichtiges, und zwar zeige Abwechslung. Wenn man in dein Profil reingeht und man sieht 10, 15, 20 Mal hintereinander, wie du an deinem Schreibtisch sitzt vor dem Computer und so machst, macht das dann deinen Beruf sexy? Ich bezweifle es. Zeig Abwechslung. Ich habe hier so einen Satz, den ich auch sehr gerne in meiner Schulung verwende. Social Media besteht aus Motion und Emotion. Das bedeutet Bewegung und Gefühl. Zeig Gefühl. Zeig nicht nur, hey, heute ist ein toller Tag. Wow. Zeig Bewegung. Nicht immer nur sitzen. Zeig, dass du aktiv bist. Ich zum Beispiel mache sehr gerne mit dem Handy diese Serienaufnahmen. Während du gerade springst, dann hast du ein Foto, wo du in der Luft bist. Zeig Bewegung, zeig Emotionen, weil ist das nicht genau das, was jeder Mensch von uns sehen will? Überleg noch, welchen Profilen folgst du? Welche Profile schaust du dir das Foto genauer an oder liest du den Text durch? Das ist immer das, wo es um Emotionen oder Bewegungen und Action geht. Und keine langweiligen Bilder. Und genau das wäre einfach ein guter Tipp einfach für dich, damit ist einfach dein Profil nicht langweilig. Und je länger die Leute auf einem Text oder auf einem Foto von dir verweilen, desto länger sagt der Algorithmus, hey, das Profil von Franz, was du gerade angeschaut hast, das ist wichtig, weil du hast gerade eine ziemlich lange Zeit darauf verweilt. Das zeigen wir dir in Zukunft weiter oben an. Ja, und vielleicht ganz zum Schluss, wenn wir schon die ganze Zeit über Profile sprechen, erstens, ich hoffe, ich habe dir einfach einen guten Input einfach geben können. Ich hoffe, ich habe dir einfach mit gewissen Dingen hier einfach helfen können.
Liebend gerne kannst du mir selbstverständlich natürlich auf Facebook oder auf Instagram einfach folgen. Ich heiße so wie im echten Leben, also einfach Franz Lackner. Such mich, ich würde mich freuen, wenn du mir einfach folgst. Und dann kannst du mir, solltest du die ein oder andere Frage haben, liebend gerne eine Frage stellen. Also ich habe das gerne, ich vernetze mich sehr gerne mit neuen Menschen und ja, vielleicht springt doch die ein oder andere Freundschaft und Partnerschaft natürlich heraus. Das heißt, einfach mich anschreiben, wenn einfach noch Fragen sind. Und ich glaube, dann können wir uns das ja, dann können wir gemeinsam unsere Social Media Kanäle nach vorne bringen. Ja, hab mich gefreut, dass du bis jetzt durchgehalten hast. Hoffe, da war ganz viel Input einfach für dich dabei. Wünsche dir alles Gute. Vielen Dank nochmal fürs Zuschauen und ja, bis hoffentlich bald. Alles Liebe. Bye bye, dein Franz.